Wir haben hier jetzt vor, das größte 3D gedruckte Mehrfamilienhaus Europas zu drucken. Und das Ganze erfolgt über einen Portal 3D-Drucker der Firma Cobot in Zusammenarbeit mit der Firma Peri. Zum einen formen wir, betonen viel mit Schalung. Wenn wir das jetzt hier im 3D-Druck ohne Schalung machen, dann ist das etwas, was uns als Peri auch gefährlich werden kann. Und deswegen beschäftigen wir uns so viel mit dem Thema. Der andere Grund ist, wir haben einfach diese Notwendigkeit, auf dem Bau effizienter zu werden. Wir haben Wohnungsmangel, Fachkräftemangel. Und in diese Bresche springt eigentlich diese Technologie. Wir sind jetzt hier seit anderthalb Jahren mit der Firma Peri in Zusammenarbeit und haben die Details bei Peri vor Ort in Weißenhorn in der Halle schon gedruckt, ausgearbeitet, geplant, mit verschiedenen Gewerken zusammen auch Detaillösungen erarbeitet. Und nach wurde dann natürlich schon auch klar, okay, das ist vielleicht jetzt doch nicht bloß ein einmaliges Projekt, sondern das hat wirklich Zukunft und da wollen wir uns mehr hineinknien. Und wir als Bauunternehmen sind dann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, hey, okay, das ist die Zukunft, da springen wir mit auf, wenn wir jetzt schon diesen Wissensvorsprung haben und gründen jetzt eine eigene Sparte, die RUB Gebäudedruck, und wollen dann ab 2020 hier wirklich erster Komplettanbieter für schlüsselfertige, gedruckte 3D-Häuser werden. Wir sind weiterhin Zulieferer für unsere Kunden, für die Bauunternehmer. Wie man es von Peri kennt, bieten wir eigentlich immer Lösungen an, also immer das Gesamtpaket. Das heißt natürlich hier mit der Technologieführerschaft in der Maschinerie, aber auch rund um das Thema Service, Training, Planung und auch Unterstützung bei dem Thema Baugenehmigungen. Dass man jetzt hier einfach jemand hinstellt, der PC-Vorkenntnisse hat, so einfach funktioniert es natürlich nicht. Aber es lässt sich doch in wenigen Tagen so schulen, dass man hier dann wirklich bereits einen Drucker bedienen könnte. Die Planungsvorarbeit ist hier natürlich besonders wichtig. Das lässt sich dann so vergleichen wie ein Fertighaus. Also bei einem Fertighaus müssen auch, sage ich jetzt mal, 3-4 Monate vorher die finalen Pläne vorliegen. So einen großen Vorlauf brauchen wir jetzt nicht. Also ich sage jetzt mal einen Monat, bevor der Druck dann startet, sollten aber dann alle Elektroplanungen abgeschlossen sein, Sanitärplanungen abgeschlossen sein, dass das dann in den Drucker so eingespielt werden kann und dieser das dann auch berücksichtigt. Und dadurch haben wir dann beim Ausbau später einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil. Wir können schon so viel sagen, wir haben hier jetzt eine Geschosswohnfläche von ungefähr 140 Quadratmeter und eine Grundfläche von ca. 160 Quadratmeter mit je Geschoss 2 Wohneinheiten. Und wir haben jetzt hier pro Geschoss eine reine Druckzeit gehabt von ungefähr 25 Stunden und das Ganze mit 2 bis 3 Fachkräften. Wir sehen hier jetzt schon, dass wir mit dem Berufsbild Maurer weiterhin diese 3D-Drucktechnologie voranbringen können und möchten hier dann auch zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen vielleicht schon in der Berufsschule dann mit anbieten. Das müsste man noch in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer ausarbeiten. Und wir haben natürlich dieses Problem schon seit einigen Jahren, das ist ja jedem bekannt, dass wir einfach diesen Nachwuchsmangel auf dem Bau haben, und der Ausbildungsberuf Maurer hat in den letzten Jahren schwer nachgelassen. Also wir bekommen kaum noch unsere Berufsschulen voll, und zum einen können wir natürlich durch diese Technologie, wenn wir weniger Fachkräfte brauchen, in dieser Richtung entgegenwirken, dass man einfach sagt, ja gut, jetzt brauchen wir halt nur noch 2 bis 3 Mann, die ein Haus bauen bzw. drucken. Und dann aber auch noch vielleicht wieder Lehrlinge, die bis jetzt eher so den Bau gescheut haben, wieder durch diese Innovation eben auf den Bau zurückholen oder beziehungsweise dann anwerben können
und dann dieses Berufsfeld Maurer dann attraktiver gestalten. Wir sind ein junges Team, sind auch für alle Innovationen offen, sind auch im Thema Digitalisierung auch dabei, das wirklich auf dem Bau auch anzuwenden, sprich nicht mehr nur alles in Papierform, sondern auch, dass die Vorarbeiter, Poliere auf der Baustelle mit Tablets arbeiten, dass sie halt immer den aktuellen neuesten Planstand beispielsweise haben. Die Pläne werden in ein 3D-Modell dann eingespielt. Das 3D-Modell wird dann in den Drucker eingespielt und nach wenigen Sekunden kann dann der Drucker dann eigentlich dann schon loslegen. Dieser Fertigbeton, der jetzt hier verwendet wird von der Firma Heidelberger, ist extra für den 3D-Druck konzipiert worden und entwickelt worden. Und das ist ein Clou an der Geschichte, dass der Beton halt einfach schnell aushärtet und sich aber gleichzeitig noch miteinander verbindet. Dadurch kann man natürlich dann auch in kürzester Zeit mehrere Schichten aufeinander stapeln. Der 3D-Druck hat dort ein unglaubliches Potenzial. Stichwort, dass wir genau dort nur Material hindrucken, wo wir es wirklich brauchen und nicht immer den gleichen Querschnitt. Aber auch das Thema runde Formen, also runde Formen nicht nur aufgrund von Ästhetik, sondern dass wir mit runden Formen auch materialsparender werden, Dämmmaterialien sparen können und auch Heizkosten sparen können im Lebenszyklus eines Gebäudes. Also da hat der 3D-Druck unglaubliches Potenzial. Absolut. Ich meine, heute mit diesen Materialien, die ja auch noch nicht ewige Jahrzehnte auf dem Buckel haben in der Entwicklungszeit, daran wird sich noch einiges tun. Stichwort Geopolymere. Also hier kann man natürlich mit ganz neuen Materialien auch denken. Ja, das hängt sehr stark vom Material ab. Wir können mit den jetzt gerade zur Verfügung stehenden Materialien bis zu 20% Steigung schon drucken. Also da sind wir schon eben in dem Thema Gewölbebogen schon drin. Aber da geht es natürlich auch noch weiter. Der Bot 2-Drucker ist momentan auf dem Druckbereich begrenzt von ca. 12 Metern. Druckbreite, in der Länge aber modular erweiterbar. Das heißt, wenn ich ein Gebäude hätte mit 30 oder 50 Meter Länge und 12 Meter Breite, wäre das auch kein Problem. Dann werden einfach die Druckermodule aneinander gestückelt und dann lässt sich auch so ein Projekt umsetzen. In der Höhe sind wir hier jetzt beim höchstmöglichen und zwar bei ca. 9 Meter. Und dadurch lässt sich eigentlich ein ganz normales Einfamilienhaus oder ein kleineres Mehrfamilienhaus, wie wir es jetzt hier sehen, ohne Probleme umsetzen. Wir mussten hier natürlich jetzt ein paar Details vom Hausbau neu erfinden, weil es eben halt nichts Vergleichbares gegeben hat bisher. Das Thema Fenster ist natürlich ein großes Thema, weil wir hier jetzt nicht nur eine Wand gedruckt haben und dann später außen eine Dämmung draufkleben, sondern wir haben hier jetzt wirklich gleich ein zweischaliges Außenmauerwerk gedruckt. Das heißt, in der äußeren Schale wird später dann der Dämmstoff damit eingefüllt bzw. eingeblasen und die innere Schale wird momentan noch mit Beton noch ausgegossen, weil hier einfach noch die letzten Zulassungen für die Materialien fehlen und darum eben der statische Druck auf den Betonkern angerechnet wird. Ja, in die Richtung werden wir arbeiten. Es ist aber auch noch eine sehr junge Technologie, also auch gemeinsam mit den Bauunternehmern, gemeinsam mit den Planern, Architekten gilt es bestimmt auch noch ein bisschen mehr Wissen aufzubauen, bevor wir dann eine solche Norm gut aufbauen können. Schon ein paar hundert. Ich denke, es ist eine disruptive Technologie, da wird sich sehr viel tun. Sie wird auch noch ein bisschen brauchen, um sich durchzusetzen, aber das Potenzial ist so groß und wie man es dann auch von anderen digitalen Technologien kennt, geht es dann oft eine Exponentialkurve.
Wir sind hier natürlich jetzt noch in den Kinderschuhen, aber man kann hier wirklich sagen, das dauert jetzt nicht mehr lang und dann wird das Ganze vermutlich massentauglich sein.